Hey Leute und willkommen zu einem neuen Rage-Video und heute zeige ich euch ein Easter Egg von Rage. Und zwar ist es in Wasted Garage. Am besten geht ihr da ein zweites Mal rein, also beim ersten Mal, da hat man die ganzen Gegner dabei, man kann sich nicht so ganz konzentrieren, man muss die abknallen, bla bla bla. Da lohnt es sich einfach, da das zweite Mal reinzugehen, das ist alles ein bisschen ruhiger, gechillter, man hat Spaß und sowas. Man muss jetzt drei Knöpfe finden, die aussehen wie aus dem Spiel Quake. Und hier ist der erste. Allein schon der Sound, wenn man ihn drückt. Oh, das ist wie Musik in meinen Ohren. Also das war Nummer 1. Dann gehen wir weiter und suchen den nächsten Knopf. Die sind wirklich alle sehr gut versteckt, also da muss man wirklich drauf achten. Habe ich noch nicht geöffnet. Da hatte ich auch schon so meine Probleme mit. Hier hinten war das, genau. Aber wenn man ein bisschen die Augen aufhält, dann findet man die doch wohl recht schnell. Das nächste Knöpfchen dürfte hier rechts um die Ecke sein. Hier genau. Sehr, sehr krass versteckt. Oh, ich liebe den Sound einfach und ich liebe Quake und geile Scheiße. Und dann müssen wir nochmal weiter hoch. Und das Interessante daran ist, wenn wir die Knöpfe jetzt gedrückt haben, müssen wir... Ach, nee, muss hier gar nicht hin. Müssen wir wieder komplett runter. Oh, das ist alles so ein... So ein Kacklaufen, ne? Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Aber naja, das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man da ein bisschen ruhiger durchgehen möchte. Und der letzte Knopf ist direkt da hinten, hinter dieser Kiste. Dieser Sound. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Wir haben Spaß dabei. Wir können Spaß haben. Auch nur, wenn wir laufen. Ich glaube, hier war das, ja. Denn am Anfang sind wir an einer Treppe vorbeigelaufen, die verstopft war. Da waren Matratzen, Müll und hast du nicht gesehen. Und durch das Drücken der Knöpfe verschwinden diese Matratzen, Müllsäcke und hast du nicht gesehen. Und wir können da hoch. Und an der Treppe ist auch ein Quake-Zeichen. Also das Quake-Logo. Und daran kann man auch schon erkennen, dass es, dass man da dann hin muss. Nee, falsch. Mann, ich laufe immer falsch, das ist nicht mehr normal. Ja, ich habe nicht so eine extrem gute Orientierung. Hier. Jetzt ist es frei. Vorher war es verstopft. Und was haben wir hier? Das tolle, wunderbare Quake-Portal. Und jetzt sind wir, ja, in Quake. Und das mit der Rage. Grafik. Das ist interessant. Also, wie es an sich. Und hier haben wir dann jetzt so eine kleine Statue. Plüschdämon! Wer erinnert sich nicht, wenn er hier hingegangen ist? Easy, normal, hard. Was soll ich nehmen? Oh. Mann, da kommen echt Erinnerungen hoch. Ja, und das hier wäre das Quake Easter Egg. Ganz nice, wie ich finde. Ich meine, wenn man hier drauf geht, kommen wir wieder zurück. Ja. Das wär's. Bis dann.